Ohne Gnade, weiter geht's. Gerto mit Pokémon Gelb. Pokémon Gelb. Immer noch überlegen, was mein nächstes Opfer sein könnte für mein nächstes Pokémon, das ich fange. Ich glaube, ich habe schon jemand ganz bestimmten im Visier. Ein wildes Raupi, du gehst mir am Arsch vorbei, dich will ich nicht haben. So. Hier liegt ein versteckter Trank, auch mal drauf kommen. So, weiter geht's, letzter Trainer Wald. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Hey, warte mal, warum die Eile? Weil ich hier raus will, wie das damit? So, was schickst du in den Kampf? Ein Level. 10 Raupi, ja, das ist eine Herausforderung, glaube ich mal. Donnerschock. Bam. Ich habe mich geirrt, es ist keine Herausforderung, es ist schwach. Schon wieder geirrt, es ist stark. Tot. Tot. Gewonnen. Du bist so gut, ich gebe auf, wohl doch mal Zeit. Wohl doch mal Zeit, dass jemand einräumt, dass ich zu gut für dieses Spiel bin. So. Was steht hier? Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meinen möchtest, bleibe rum Gras fällen. Ach nee, sag bloß. Achte auf Büsche am Wegesrand. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik kleiner. Ich kann nie entscheiden, ob es ein alter Mann oder eine alte Frau ist. Die sehen so gleich aus. Ich sage, es ist eine alte Frau. So, wir sind angekommen in Moria City. So, und erstmal voll heil, die sind alle ziemlich angekratzt. Ja, wir benötigen ja Pokémon. Gut, dann nimm sie mal deine Obhut, Schwester. Voll geheilt. Komm jederzeit wieder vorbei. Pummeluff. Pummeluff. Was? Oh, wie süß. Es ist eingeschlafen. Nee, es ist wach. Wie süß. Es hat Pikachu eingeschläfert. Sehr knuffelig, dass mein kleiner Kumpel, kleine Kumpeline hier auch mal pennen muss. Pennen kann, so. Mina, tausch mit Runa. In den beiden Kämpfen werde ich Runa wahrscheinlich nicht zum Einsatz bringen, weil ich nur Mina brauche. Pokémon Arena. Damn. Bleib stehen, wo du bist, Kleiner. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocko antreten kannst. Laber keinen schwedischen Scheiß, Junge. Ich knack dich, Smörbröd. Dick da, Level 9. Jetzt hab ich Angst. Ich hab meinen Mina mit Doppelkick. Das kickt dich weg, du Homo-Fürst. Fick dich. Bamsi. Boom, tot. Nein, nochmal. Bams. Yay, das macht Schaden. Fick dich. Boots. Tot. Dick da wurde besiegt. Grab da, lol. Dick da, wisst ihr? Grab da. Oh. Entschuldigung. Mir weiter. Was? Wieso macht das keinen Schaden? Was soll denn das? Wieso, hallo? Leck mich. Stirb. Nimm es wie ein Mann und stirb. Mein Gott, es kann doch nicht so hart sein zu sterben. So, Doppelkick weiter. Macht zwar nicht allzu viel Schaden, aber in etwa so viel wie sein Kratzer. Au. Boom. Didim, bounce. Los, nochmal, da hab ich dich. Leck mich. Bounce. Bounce. Dandan ist tot. So, Level 13. Wo wir gerade mal dabei sind. Der Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich speichere mal kurz. Der Durchschnitt. Nun, Penis. Das habt ihr nicht gehört. Eines Mannes ist in Deutschland etwa 13 cm lang. So, jetzt habe ich mich mit ungemein nervigen Allgemeinwissen genervt, das eigentlich keiner wissen muss. Ich hätte jetzt keinen Bock, Rocko zu lesen, weil der labert so lange Scheiße, also... Stürz mir ins Todesmus in den Kampf! Arena-Leiter Rocko möchte kämpfen! Er schickt einen Kleinstein in den Kampf, vor dem ich auch keine Angst habe, weil es Scheiße ist. Bam, bam, bam. Oh, das macht schön Schaden.
Ja. Nein. Nein. Fuck, ich bin gleich tot. Streng dich doch ein bisschen an, Mina. Komm schon. Nein. 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 Oh, fuck. Es könnte verdammt eng werden. Habt ihr natürlich, ich glaube, es wird nicht verdammt eng. Es ist verdammt eng. Ich will nicht noch mehr Tränke verschwenden. Ich habe nur noch einen. Ach, ich habe fünf. Ach, scheiß drauf. Nein! Oh Gott. Das war Glück. Huiuiui. Das war Schwein jetzt. Leck mich, lass mich frei. Hallo. Jetzt leck mich doch mal am Arsch, du kleine Hure. Mann. Gegnerisches Onyx. Greif weiter an. Oh, den Trank habe ich völlig umsonst eingesetzt. Leck mich. Was ist das? Geduld? Oh, komm schon, nicht die. Wobei, jetzt kann er nicht angreifen. Es wäre jetzt eine gute Chance, durch ihn durchzubrechen. Nochmal. So, ich frage, ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal mit dem nächsten Angriff töten würde oder nicht. Hunter, bitte vergib mir, Ghost X Hunter, dass ich dich jetzt wahrscheinlich sterben lasse. Bams. Das war Glück. Ghost, du alter Hund, mit einem Leben stehst du noch. Ich hab einen Plan, ich setz Rune ein, die kriegt nicht so viel Schaden. Das war echt Glück in dem Kampf gerade eben. So, ruckzucki. Bäm, macht wahrscheinlich voll wenig Schaden. Ja, einen. Komm schon, ich setz alle Pokémon ein. Runa kommt auch zum Einsatz. Ich will diesen Kampf gewinnen. Los, komm schon. Nein, lass mich. Du bist so ein Arschloch, ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, hasse dich. Ruckzucki, bäm. Komm, er ist schon rot, der muss doch wohl zu besiegen sein. Jetzt hab ich dich, jetzt bist du sowas von am Arsch, kleine Bitch. So, Mina, los geht's. Let's end this. Ah, gegen Onyx, da kriegt man daneben. Ah, nix zum Kontern da. Und, zack, boom, zack, boom. Tod, Onyx ist tot. T-O-T-H. Hunter, euch Level 10. Trio besiegt Rocco! Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Trio hält den Felsorden! Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Wir haben 1188 Pokédollar. Es gibt die verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Geh in die Pokémon-Arena von Lazuria City und teste dort dein Können. Cool, Team 34. Eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dem du einer TM geben möchtest. Team 34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Jawohl, Leute! Wir haben Rocco besiegt! Mit einem Dreier-Team, das jetzt aus dem letzten Loch pfeift. Ja, wir haben gewonnen. Yeah! Freude über Freude. Wer ist an der Spitze? Nein, ich wollte nicht an die Spitze. So, wunderbar. Ach, gehen wir erstmal heilen. So, bevor wir uns auf die nächste Reiseroute begeben, Richtung Mondberg, würde ich sagen, schnappen wir uns noch ein paar Pokébälle aus dem Markt. Denn ich habe vor, Mondberg ein paar zu verschwenden, beziehungsweise einen, je nachdem, wie ich brauchen werde. Ich habe auch schon mein nächstes Namensopfer im Visier. Ich verrate aber noch nicht, wer es sein wird. So, Pokébälle gekauft. Und wir dürfen ja gleich wieder schneiden, denn die Sendezeit ist ein paar Sekunden um. Also bleiben wir genau hier stehen. Bis gleich.